ihr teilt, weil ich kann euch das nicht beschreiben, ehrlich. Sich so bequem fahren lässt, an Leistung brauchen wir gar nicht reden. Die stehen neben uns, guckt. Ich hab das noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Ehrlich nicht. Also das ist ein bisschen zu älter. Das ist zu älter. Das Auto ist einfach nur göttlich, ehrlich göttlich. Aber 250 so. Wollen wir mal, ne? Muss ich mit euch teilen, das geht nicht anders. Achtet, ich beschleunige jetzt. Geil. Zwischengas, ne? Ja, ja. Das ist nachher bei... Ach, der hat auch Dings. Das ist sparsam fahren, halt. Ne? Sparsam fahren. Ja, muss man. Also, sich immer im Stadtgas bewegen. Also, wenn du so eine Porsche fährst, dann muss man langsam fahren. Man muss mit 20 durch die Stadt fahren. Richtig. Dann verbraucht er auch nur 7 Liter. Dann braucht er nur 7 Liter und jeder sieht dich. Ganz wichtig bei euch. Das ist ein Auto wirklich für den Alltag. Kann man. Ganz normales. Genau, ein Auto für den Alltag, ehrlich. Guck mal, Ferrari zum Beispiel, der Lamborghini. Mit den Autos kannst du nicht unauffällig fahren. Weil die sind laut. Ob du willst oder nicht, die sind laut. Ja. Aber das ist so ein Auto, du fährst, wenn du Bock hast, wie ein Golf 4. Wenn du Spaß haben willst, wie ein Ferrari. Das ist der Vorteil. Knapp 600 PS. Erstmal ein bisschen beschleunigen. Ja, die holen ja schon über Software alleine bei dem Auto hier, habe ich gesehen, knapp 900 PS raus. Ohne irgendwas großartig zu machen. Das ist schon krass, ey. Du merkst richtig, wie Blubbert so sagt: Junge, drück mal, was ist los mit dir? Jetzt merkst du gleich beim Runterschalten, dann gibt er noch mehr Zwischengas. Dann hörst du diesen Blubbern. Gas gegeben und wir haben schon 100. Oder hier drüber schalten, ist auch geil. Das macht bei Porsche richtig. Beim Audi habe ich die bis heute noch nicht benutzt. Bei dem fahre ich oft damit. Ja, da musst du mich erstmal so gewöhnen, aber das reicht mir auch schon. Boah, was ist das? Das ist geil, ne? An dem Auto brauchst du ja nichts machen, den hat so schön gemacht und Serie. Ja, das ist das Geile bei Porsche. Ne? Dumpf, satt, da brauchst du kein Akropovic oder wie die alle heißen. Ja. Porsche einfach kaufen, so lassen. Genau. Der ist schon so richtig perfekt gemacht. Weil je mehr dann im Auto machst, umso schlechter wird der. Also ich meine, wer bei Porsche was ändert, tut mir leid, der tickt nicht richtig. Porsche einfach original lassen, weil der Motor schon auf die Endstufe gebracht. Natürlich kann man immer mehr Leistung rausholen, aber von der Optik und so, das würde ich gar nicht ändern. Mir fehlen die Worte hier, Roller für die Runde. Das erste, was sie mir gesagt haben, war
6 Sekunden? Keine Ahnung. Das waren keine 6 Sekunden. Und ich habe ja noch das Gas noch weggelassen danach. Wie der kommt, das ist echt, als würdest du eine Rakete. Du hast aber nicht ganz durchgedreht, ne? Nein! Als würdest du eine Rakete zünden. Wenn er ganz durchdreht, ist es noch heftiger. Wenn die Drosselklappe ganz auf ist, unnormal. So, ab 100, wir machen mal 100 auf 200. Alles nochmal so schön machen im Abend. Lass es noch einmal machen. Keine Launch-Control, nichts angemacht. Ach du mal, was hat er da? Ist heftig, ne? Das war heftig. Krank. Einfach nur krank, die Bremsen. Da ist dann gebrabbelt wieder. Ein Auto zum Verlieben. Was heißt zum Verlieben? Muss man lieben. Lässt sich ja wirklich einfach fahren, das Auto, ne? Also ganz ehrlich. Hätte ich echt nicht gedacht. Das ist wirklich unnormal. Ja, also ich hätte echt nicht gedacht, dass der Porsche sich so bequem fahren lässt. An Leistung brauchen wir gar nicht reden. Das ist zu brutal. Also echt, ich habe mich gerade verliebt. Also man sagt ja immer, einmal Porsche, immer Porsche. Kann man das so sagen für den Fabel? Auf jeden Fall. Würdest du jetzt den irgendwann verkaufen? Nein. Und ja, ich sag mal, und dir ein AMG oder M5 oder so holen? Nein, nein. Würdest du nicht? Nein? Überhaupt nicht, nein. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das Auto kann man nicht verkaufen. Weil die Sicherheit, die dieses Auto gibt, ne, du fährst zwar schnell, aber der klebt auf dem Boden. Wie ein Go-Kart fahren. Ne, das hast du beim M5 oder eigentlich. Ich habe gerade Vollgas gegeben, da wo wir, ich weiß nicht, gefühlte 2 Sekunden auf 100 gebraucht haben und gefühlte 3 Sekunden auf 150. Der hat nicht mal einmal die Reifen durchgedreht. Ich habe nichts gehört. Macht der auch nicht. Braves Auto. Krass. Reifenschonend. Definitiv. Weil er weiß genau, Reifen sind teuer, deswegen dreht er die nicht durch. Die ist echt. Also bin ich jetzt hier rausgefahren. Das ist immer meine Strecke, wo ich immer die Aufnahmen mache mit dem Ferrari. Deswegen. Also ich muss echt dazu sagen, das Auto ist einfach nur göttlich. Ehrlich göttlich. Also ihr habt das gesehen gerade, das ist nicht irgendwie vorgespult oder so. Das ist alles so. Also die knapp 600 PS, die er hier drunter hat. Es ist ein Traum. Also das ist Perfektion. Perfektion eines Autos, ehrlich. Also für mich, ich kann da nichts mehr sagen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst 1000 PS, was bringen dir die? So hast du saubere 560 PS, selbst die kannst du ja noch nicht mehr bändigen. Also, wofür soll man da normalerweise nicht optimieren und dies und das? Nein, brauchst du gar nicht. Also, ich finde ja das Geile, dass du dieses 560 PS richtig, aber so richtig auf die Straße bringst. Ja. Ja, das finde ich geil. Und das ist ein Hammer. Also das bei anderen Sachen mit Ladedruck erhöhen und dies und das. Ja, aber so ist der Motor wenigstens standhaft.
560 PS, die tun es alle Male. Okay. Sofort Schub, als würde ich auf eine, weiß ich nicht, Rakete drauf springen. Sofort, zieht dich sofort mit. Das finde ich so geil bei dem Porsche, ist wirklich so. Ne, Ferro Abel ist Kfz-Meister, der hat mich besucht und hat gesagt, ganz ein junges Fahr mit dem Wagen. Ich habe gesagt, nein, Ferro Abel, das mache ich nicht. Und dann hat er mich echt, er so, fahr, als würde er einen Corsa abgeben, so, fahr doch ihm. Und er wollte lieber dabei sein. Ich so, Ferro Abel, das geht nicht. So ein Auto gibt man nicht ab. Er so, nein, du darfst fahren, fahr doch. Und das danke ich dir auf jeden Fall. Das ist schon nicht zu danken. Ist. Jungs, und das wollte ich mit euch mal einmal teilen, dass ihr auch dieses Gefühl habt und auch einmal mit mir dieses Gefühl einfach mit mir teilt, weil ich kann euch das nicht beschreiben, ehrlich. Also, wie wollt ihr einen, weiß ich nicht, wie wollt ihr ein Paradies beschreiben? Das ist Paradies gerade für mich. Weißt du? Gerade gesehen. Der Mercedes, ne? Extra. Er wusste ganz genau, dass ich so durchgehen wollte. Ja. Aber dafür haben wir Keramikbremsen. Also Ferro Abel, du kannst so langsam fahren, wie du willst, aber wenn du auf Autobahn bist, kann man nicht mehr langsam fahren. In meinem Alpha, ja. Das wäre es auch mit 130, ganz gemächlich. Nehmen und gucken. Ich habe das noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Ehrlich? Also das ist bestimmt zu älter. Das ist zu älter. Zu älter. Nein, keine zu älter. Weil wir denken, diesen reicher, dicker Sohn. Also, siehst du, der Vater ist Demi. Das ist bestimmt von seinem Vater das Auto. Der kann nicht so ein Auto fahren.